Ernst Küchler. Ich bin der stellvertretende Vorsitzende des Offenhager Geschichtsvereins. Wir sind hier im Haus drei Geschichtsvereine, die hier ihr Ziel haben, ihre Geschäftsstelle, ihre Veranstaltungen durchführen, Ausstellungen, Publikationen, Vorträge, Diskussionen. Und wir gemeinsam, diese drei Geschichtsvereine, haben eine Ausstellung geplant und durchgeführt, die Sie auch noch sehen können, bis mit Juni, hier in den Räumen nebenan. Die Ausstellung hat den Titel Zeitung, Buch, Film, Mediengeschichte an Rhein und Ruhr. Haben uns also mit den verschiedenen Medien und deren Vergangenheit und deren Entwicklung beschäftigt. Das können Sie sich in Ruhe nachher auch noch anschauen. Zu dieser Ausstellung gibt es ein Begleitprogramm. Das können Sie da hinten auch mitnehmen, weil in diesem Begleitprogramm sind Veranstaltungen angekündigt, die stattgefunden haben, beziehungsweise die bis Ende der Ausstellung noch stattfinden werden. Wenn Sie also an weiteren Veranstaltungen teilnehmen wollen, können Sie alle weiteren Details zum Flyer entnehmen. Eine dieser Veranstaltungen trägt den Titel Die Geschichte des Zeitungswesens an Rhein und Ruhr. Und zu diesem Thema wird heute Abend Reinhard Braun, der Vorsitzende des Bergischen Rechtsvereins, Abteilung Leverkusen-Niederruhr, referieren. Ein in der Stadt sehr bekannter Stadtgeschichtler oder Historiker, der sich intensiv mit der Entwicklung des Medienwesens und des Zeitungswesens hier im Raum, also nicht nur in Leverkusen, sondern in der Region beschäftigt hat. Ich darf ihn ganz herzlich willkommen heißen. Ich verspreche Ihnen einen spannenden und informativen Abend und möchte Sie auf die weiteren Veranstaltungen hinweisen. Und wenn Sie Interesse haben, besuchen Sie unsere Veranstaltungen. Sie finden entweder hier in der Villa oder im Forum statt. Und diese Veranstaltung ist kostenlos, eintrittsfrei. Und da wir Geschichtsvereine alle ehrenamtlich arbeiten und auch auf jeden Cent und jede Euro angewiesen sind, gibt es da hinten ein Schwein, also Sie brauchen keinen Eintritt, wenn Sie uns damit unterstützen, unsere Arbeit unterstützen, dann wäre wir Ihnen sehr dankbar. Ich übergebe das Wort an Reinhard. Gut, danke. Ich drücke nochmal gerne mal den Lieber nochmal ein bisschen in die Mitte. Müsste jetzt richtig sein. So, ich benutze das Mikrofon, weil es eventuell hinten vielleicht dann besser verstanden wird. Ich hoffe, dass auch mal nah genug dran ist. Ja, das heißt also hier drei Vereine und wer noch dabei ist, der vierte Partner sind die Offenhager Gespräche, das Offenhager Forum. Die machen da auch mit, das ist die evangelische katholische Kirche hier in Opladen mit dabei, mit dem Haus Oberlin auch mit. Und wer ist noch, noch jemand dabei? Wer ist noch dabei? Herr König? Achso. Oh, zu. Gibt auf jeden Fall noch einen weiteren Partner. So, ich habe mal durchgesehen, bis hier am Stadtarchiv von 1848 an, und das ist die erste Zeitung, die es da gibt. Die habe ich an sich alle mal gelesen, letzten 20, 25 Jahre. Bis heute an sich habe ich alles mal so durchgesehen, bis auf so 50er, 60er Jahre. Da fehlt mir noch einiges, da habe ich nur eins genommen. Und mein Fazit ist bisher, dass es kein anderes Medium gibt, was so alle Facetten des politischen, kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und teils auch des sportlichen Lebens so konkret darstellt, wie das die Zeitungen machen. Aber natürlich muss man auch sehen, das werde ich auch im Vortrag so ein bisschen zeigen, es hängt ein wenig auch ab, welcher Couleur, das heißt, welcher Wertvorstellung dieser Redakteure haben oder auch die Verlage, die hinter den Zeitungen steckten, hatten und welche Herausgeber das waren, das ist davon also etwas abhängig. So, dann mache ich mal weiter. Ja, das ist falsch. So. So, jetzt müsste es weitergehen. Ja, das kann ich mir schenken. Die ersten Zeitungen in unserem Raum hier, also Köln, Düsseldorf, Elberfeld, Wuppertal, reichen weiter zurück als bei uns in Leverkusen, 1632 in Köln zum Beispiel, 1788 Elberfeld. Unsere Gegend war sehr stark auch von Elberfeld beeinflusst, viel mehr als heute, weil wir zu Solingen auch gehörten ursprünglich und Solingen war sehr eng verbunden mit Elberfeld.
Wenn was drin war, braucht man es hier nicht lesen, dann geht es hier zum Beispiel auch um Verkauf von Haus und Grundstücken, hier in Leichling am Beispiel. Und der Notar Rat Deichs, der hier in Opladen residierte und auch Bürgermeister von Opladen war, der hat hier eine Nachricht gemacht. Das heißt, das waren so Verkündigungsblätter ursprünglich gewesen. Und ist klar, wenn einer was verkaufen wollte, Grundstücke, musste man ja auch irgendwie Käufer finden. Und das hat man dann kundgetan und dann konnten aus aller möglichen Gegend kamen die Leute und haben dann mitgeboten. Das schenke ich mir auch dann. Wo ich sehr viele Informationen bekommen habe, ist aus einer Dissertation von 1930 von dem Julius Knapp, Schicht des Zeitungswesens im Kreise Solingen, und er beschreibt den bergischen Menschen. Die wenigsten von uns sind bergische Menschen, deshalb klingt das jetzt vielleicht, was hier ist, so nicht immer auf uns zutreffend. Er schreibt, er sagt, den bergischen Menschen, den kennzeichnet, der ist, lebt in einer zerrissenen Landschaft. Das heißt, es gibt viele getrennte Siedlungen, man lebt abgeschieden und man ist deshalb auch ein wenig selbstherrlich, man denkt viel nach, sinniert über Heimat, Verengung, ist starrköpfig, eigenbrödlerisch und es werden viele Originale hervorgebracht dieser Zeit. Das kann man vor allem in alten Zeitungen dann oft erkennen, dass da ähnlich wie Tünnes und Schäl gab es hier den Dürres oder Jakob hier auch, Erhard und Jakob, die sich unterhalten über Politik und alles Mögliche auch im Verkündiger nachzulesen. Dann hat er unterschieden, der untere Kreis, wo wir also in Leverkusen dazu zählt, auch Leichlingen hier und Monheim, also am Rhein gelegen, die haben hier so eine fränkische Art, die sind etwas geselliger als die Menschen im oberen Kreis, geschickt sind die, handeln sehr viel, am Rhein ist ja auch klar, sind weniger nachdenkend. Ich habe da hingeschrieben, mit Güt wird Güt. Das ist so ein bisschen so diese Mentalität. Im oberen Kreis ist man eher so sächsischer Einschlag und fränkische Art gemischt. Man beschäftigt, fleißig, religiös, sehr stark religiös geprägt und innerlich vom Pietismus, einer bestimmten Strömung des evangelischen Glaubens da geprägt. Und da das so, die Leute so einzeln gelebt haben, hatten sie auch viel Individualität und waren deshalb oft freiheitssinnig gewesen, was man auch in den Zeitungen dann sehen kann, kritiksüchtig und haben sie Autoritätsfeindschaft gehabt. Und insgesamt, der gesamte industrielle Raum ist geprägt hier von Evangelischen. Hier auch alle großen Unternehmer, frühen Unternehmer auch in Leverkusen, obwohl es katholisch früher war, sind alles evangelische Unternehmer. Also egal, ob Bayer oder Ruppermann, Besitzer von Eumuco und so weiter, alles waren evangelische. So, und das ein bisschen zu zeigen, habe ich mal hier rausgenommen, wie früher das ausgesehen hat, das ist Opladen. Opladen, wie es früher mal war. Das hier ist praktisch die B8. Das hier ist die Wupper. Wenn wir jetzt von hier sind wir ungefähr, wenn wir jetzt dann nach hier unten runtergehen, dann ist jetzt Anwesen von Rat Deichs gewesen. Und da hinten ist die katholische Kirche. Das heißt, man kann immer sehen, überall so ein paar kleine Grüppchen von Häusern, aber es gibt keine zusammenhängende Bebauung. Und für die Leute, die vielleicht aus Schliebusch kommen, habe ich mal aus Schliebusch von dem Valentin von Zucalmalio, damaligen Bürgermeister, von Karte von 1807, auch da kann man erkennen, das hier ist das Schloss Rosbruch, da ist die Dünn. Das heißt, überall gibt es so, das ist dann hier das Zentrum heute von Schliebusch, aber auch da gibt es, sage ich mal, sehr viel kleinere Orte, die abgeschieden sind, mit 7 oder 8 Häusern. Die erste Zeitung für unseren Bereich ist in Solingen erschienen und wenn man so den Namen schaut, Verkündiger, Solinger Wochenblatt, Solinger Kreisintelligenzblatt, bis zum Solinger Tageblatt, was heute noch existiert. Also wir haben die ganz lange Tradition, dieses Blatt. Das war an sich mehr so ein Offertenblatt, also praktisch ein Anzeigenblatt gewesen. Hat nicht viel Politik gebracht, hat wenig, sage ich mal, Unterhaltung auch gebracht. Und hat damals so 1870 herum eine Auflage von 1500 gehabt. Ich habe ab und zu so Zahlen mal mit dabei, damit man auch ein wenig erkennen kann, was das bedeutet. Und habe nachher auch zum Schluss auch nochmal eine Zahl am Beispiel des Stadtanzeigers, wie sich das heute entwickelt hat. Die erste Zeitung bei uns ist am 1. Juli 1848 erschienen. Die war aber nicht nur für Leverkusen oder für Opladen, wo sie erschienen ist, zuständig, sondern für den praktisch den alten unteren Kreis Solingen mit gemeint. Also Burscheid, Langenfeld, Leichlingen, Monheim, dann Schlebusch war noch selbst, Wiesdorf war ja, und Küberstich, Bürich, Bergisch Neukirch, Wittdorf. Die waren ja alles noch entweder selbstständig oder jedenfalls nicht unter dem Namen Leverkusen damals als Stadt oder als Gemeinde vorhanden.
Karl Eduard Küster hat die Zeitung gegründet, er hat schon 1845, drei Jahre vorher, um Erlaubnis gebeten, hat es aber nicht bekommen und hat auch begründet, er wollte eine andere Zeitung machen als die im oberen Kreis, das Kreisintelligenzblatt. Und erst 1848 gab es dann diese Märzrevolution und da hat der König, preußische König, hat dann auch Pressefreiheit gegeben, die er später wieder zurückgenommen hat, aber da gegeben, sodass man da Zeitungen gründen konnte und deshalb gibt es mehrere Zeitungen hier im Kreis Solingen, die da entstanden sind. Da er aber auch politisch was machen wollte, musste er eine Kaution von 500 Reichstalern hinterlegen, denn dann konnte man ihm, wenn er was gegen die Regierung vielleicht gemacht hatte, konnte man dieses Geld einbehalten. Er war, also hier steht in dem Polizeibericht, tadelfreien Beruf, er war ein gelernter Lehrer gewesen und ich sage gleich noch was aus ihm geworden ist. Hier links, das ist praktisch die erste Handpresse, wie sie damals hier in Opladen gestanden hat. Das heißt, das ist so eine krausche Klebelpresse, wenn sich das mal hier gedreht worden ist. Und da hat man das Papier reingelegt und da waren die Druckmatern unten drin. Dann wurden die einzeln, jedes Blatt wurde einzeln gedruckt und das ist Unikate damals gewesen. Ja, und er sagt dann, bei uns im Kreis fehlt eine passende Zeitung und er wollte Mitteilungen bringen aus dem Gebiet des Staats, Gemeinde, Kirchlichen und überhaupt des öffentlichen Lebens. Sehr viel auch Landwirtschaft spielte eine Rolle, weil die meisten Leute damals noch landwirtschaftlich tätig waren, aber auch Gewerbe und Handel kamen vor. Es gab unterhaltende Erzählungen und sehr viele amtliche Nachrichten von den Bürgermeistern oder auch private Anzeigen. Der erste Artikel im Verkündiger sagt, sagt Folgendes hier aus, also Opladen der 29. Juni hat das geschrieben, 1. Juli wurde es verkauft. Wenn es ein Glück ist, in einer großen Zeit zu leben, so können wir uns glücklich preisen vor allen anderen Geschlechtern. Der Kampf unserer Zeit ist der größte aller Kämpfe der Vergangenheit und wir dürfen es kühn sagen, der Zukunft. Nicht das Blut, das waren die Märzgefallenen in Berlin gewesen, die da einen Aufstand gemacht haben, vom Militär niedergeschossen wurden, welches geflossen ist und dann noch fließen wird, macht ihn dazu, sondern seine hohe Bedeutung. Und dann schreibt er, es sei und bleibe unser Wahlspruch, die Freiheit, das Gesetz. Also sehr pathetisch. Fünf Anzeigen gab es in der ersten Nummer, ich habe mal zwei genommen. Das eine ist dann die Bürgergarde, die es gegeben hat im Opladen. Kommandant war der Uhlenberg, also Unternehmer hier und Beigeordneter der Stadt Opladen. Da haben sie Griffe mit dem Infanteriegewehr geübt und so weiter. Teil dieser Bürgerwehr in Leichlingen zum Beispiel und in Solingen haben sich an Aufständen später, auch dann, oder 1849 Aufständen beteiligt und dadurch sind dann auch Personen wie der Würpel, Lehrer Würpel in Leichlingen seines Amtes als Lehrer enthoben worden und ist nachher ausgewandert, ähnlich wie auch, wenn wir gleich sehen, der Herausgeber dieser Zeitung. Rechts sind so übliche Anzeigen für ein Konzert und Ball. Was sehr viel drin ist in der ersten Nummer des Verkündigers, sind Berichte, teilweise in Kennzeichen von dem Vinzenz von Zuccalmaglio, genannt Montanus, manchmal aber auch nicht unterschrieben. Und hier so ein Gedicht ordne ich dem Zuccalmaglio zu, weil er sehr, das ist seine Sprache. Und er lässt sich über die Demokraten da aus. Man hat das Wort Demokraten bisher irrtümlich bloß von dem griechischen Wort Demos, Volk, und Kraten oder Krateien, Herrschen abgeleitet. Er sagt aber dann, ich nehme das Wort Demo, ich nehme, oder ich nehme das Wort Demolior, ich zerstöre, wegen der Aufstände und so weiter. Und das Kraten kommt dann von dem plattdeutschen Wort Kraten, also Amphibium, das auf dem Lande, aber auch ins Wasser geht, sich am liebsten in Sumpf und Schlamm befindet. Das ist also auch gemeint, diese Leute haben keinen Rückgrat. Die Leute, die im Schmutz wühlen, die herum, auch der Gesellschaft und hat den Leib voll roter Flecken, also rot ist die Farbe gemeint, kommunistisch angehaucht und inwendig Gift. So, ja, wer war Karl Eduard Küster? Wie gesagt, gelernter Lehrer, hat dann aber auch gemerkt, zum einen, muss ich vielleicht noch hier sagen, er hat hier gedruckt 1949 einen Aufruf von einem anderen Lehrer, der auch im Opladen lebte, Gottlieb Küpper, der hat nämlich dazu aufgerufen, bürgerdeutsche Männer, zaudert nicht, geht auf die Straße letztendlich auch und wir müssen etwas machen, wenn der Kaiser oder der König damals, der König nicht, sage ich mal, uns Freiheit gibt, müssen wir uns die Freiheit erkämpfen.
Ja, das ist dann gedruckt worden, stand auch drunter unten bei Küster in Opladen und der hat da wohl Schwierigkeiten bekommen und ist dann 1850 ausgewandert nach Amerika, ist dort, hat er dann auch geschrieben, auch in der Zeitung hier im Verkündiger, in seiner Zeitung dann später auch Berichte drin gehabt, Briefe von ihm, wie man in Amerika lebt, wo man da auswandert. Und da oben ist ein Bild, habe ich von Verwandten aus Amerika bekommen dann, rechts auch ein späteres Bild, kurz vor seinem Tode. Und ich habe dann nochmal, als ich in Amerika war, in Indianapolis, habe ich den Friedhof besucht, wo er begraben ist. Und ich habe diesen Grabstein hier unten, kann man kaum lesen, aber das ist sein Grabstein. Den gibt es dann noch auf dem Friedhof. Ja, 1850 ist dann die Zeitung verkauft worden an Christian Philipp Schneider. Wir wissen nicht, wie er dazu gekommen ist. Aber wir wissen wohl, das war der Onkel von dem späteren Besitzer, von dem Herrn Arndt. Der Arndt, Familie Arndt ist sehr wichtig gewesen für die evangelische Gemeinde hier in Opladen. Denn die Zeitung ist dann 16 Jahre später verkauft worden Friedrich August Arndt. Der war unter anderem der Leiter der Finanzkasse der evangelischen Gemeinde, hat bei der Glocke, der ersten Glocke auch Geld gespendet, also sehr viel gemacht. Und ich sag mal, wer ein bisschen sich da mit der Arndt Leben fassen will, kann das in dem Montanus-Heft, das evangelische Opladen, da ist das drin, aber auch in dem Niederwupper-Heft 27 von dem Werkgeschichtsverein ist auch einiges dazu drin über Autoren und Verlage. Das ist das alte Rathaus gewesen von Opladen. Die Familie sagt, da wäre angeblich die Zeitung bis 1890 ungefähr untergebracht gewesen. Stadtarchiv meinte, kann an sich nicht sein, aber andererseits, er hatte engen Kontakt gehabt zum Bürgermeisteramt. Das kann schon sein, dass er da untergebracht war. Links ist die Verkaufsurkunde von 1866. Braucht man es auch nicht zu übersetzen. Da ist jetzt links oben zu sehen, dass Friedrich August Arndt mit seiner Frau. Und die Frau war auch in der Kirchgemeinde aktiv. Und sein Sohn, der Hermann Arndt, der nachher dann, als er starb, den Verlag fortgesetzt hat, die Druckerei, Zeitungsdruckerei vom Verkündiger, der war verheiratet mit einer geborenen Arendt aus Köln. Und die Schwester von ihr war die Emma Arendt, die hat die evangelische Höhere Tochterschule in Opladen geleitet. Das ist später das Innerseil-Gymnasium gewesen. Also praktisch auch die Familie im evangelischen Bereich tätig. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Zeitung. 1848 gab es in Hittorf eine andere Zeitung, nannte sich Der Sprecher am Rhein. Da wisst man nicht allzu viel drüber. Wissen nur, der Peter Schumacher war das gewesen, der war Drucker. Der hat die Zeitung gegründet, auch hier wieder mit sehr vielen Anzeigen auch drin, über alles Mögliche, Eichenholz, was man verkauft, mit der Eisenbahnfahrplan und so weiter. Dann gab es 1851 Volksblatt für Köln und Mülheim und die gleichnamigen Kreise. Das heißt also an sich nicht direkt unsere Gegend, aber man muss sehen, also hier gab es unheimlich viele verschiedene Zeitungen, die gelesen worden sind, sofern man lesen konnte. Um diese Zeit gab es ja einige, die machten dort drei Kreuze, wenn sie was unterschreiben mussten. Und dann kann man aber lesen hier unten, Redaktion, Verlag von Friedrich Wilhelm, Franz Wilhelm Ulitschläger in Neukirchen hat er gelebt damals. Und Druck von dem Christian Philipp Schneider in Opladen vom Verkündiger. Das heißt, er hat diese Zeitung ist da gedruckt worden, aber von dem Ulitschläger praktisch geschrieben worden. Und den Nachlass Ulitschläger haben wir im Stadtarchiv Leverkusen. Dann gab es eine andere Zeitung 1860 in Monheim, der Rheinische Bote, gegründet von dem Friedrich Pilgrim, der früher auch mal in Bergisch-Neukirchen gelebt hatte und dann danach in Monheim gewirkt hat, angeblich, weiß aber der Herr Hohmeier, der Archivar aus Monheim besser, soll angeblich auch einen Schelmenturm gerettet haben. Ja. Stimmt, hat er auch. Gut. Als man laut darüber nachgedacht hat, den Schelmenturm abzureißen, weil er angeblich verkehrshindernis sei, war er einer derjenigen, die dagegen Einspruch hatten. Ah ja, dann stimmt das. Dann ist aber dann 1865 ist dann der Peter Schumacher gestorben. 1860 schon. Das heißt, er hatte Schwierigkeiten gehabt, das weiter drucken zu lassen, musste teilweise von Düsseldorf jemand sich holen oder von Köln, weil man konnte nur, wenn man einen konzessionierten Drucker hatte, durfte man eine Zeitung herausgeben. Und die Zeitung ist aber 1865, hat aufgehört zu existieren. Dann gab es eine andere Zeitung, die ähnlich, was Ähnliches wollte, kurze Zeit später, der Bote am Rhein und an der Niederwupper.
Wir wissen nicht genau, wir vermuten, dass das praktisch eine Fortsetzung ist, dass der Herr Pilgram seine Zeitung an den Herrn Beck, der auch in seiner Zeitung vorher schon vorkommt, weil er Werbung schon annehmen konnte im Obladen früher, dass der an den Jakob Beck das verkauft hat, und das war eine katholische Zeitung. Der Verkündiger, habe ich vorhin vergessen zu sagen, ich habe auch schon gesagt, der Küster war evangelisch, der Ernt war evangelisch, das waren evangelische Kreise gewesen. Und das hier waren also hier die Bote, ist gelesen worden, vor allem von den katholischen Ultramontanen, weil die auf den Papst gehört haben. Lateinisch Ultra heißt außerhalb der Berge, also außerhalb der Alpen, wo die Alpen hinweg wohnte der Papst, und hat an sich dann auch die Kirche hier Einfluss genommen. Das war also so ein Schimpfwort auch gewesen, Ultramontan. Bei der Abonnementseinweihung, da sagt er auch, er will sich eintreten für Freiheit, und er hat auch eine neue Presse dann auch gekauft, 1872, sodass er jetzt noch besser drucken kann. Und deshalb versucht er auch dann die Inserenten für sich zu werben. Die Zeitung hatte damals ursprünglich mal 1865 450 Exemplare, hat er verkauft, dann 1875 1400. Die hatte eine etwas höhere Auflage als der Verkündiger. Ja, dann dieser Zeitungsverlag hatte Verbindung gehabt und bekommen zum Heiderdruck, den kennen vielleicht im Namen auch einige, von Bergisch Gladbach. Der Jakob Beck hatte eine Tochter, die Julie Beck, die hat den Johann Heider geheiratet, der bei Beck gearbeitet hat. Die wohnten alle beide noch damals im Obladen. Und dann hat nach der Heirat irgendwann, haben die entschieden, wir machen eine eigene Zeitung in Bergisch Gladbach auf. Das war das Volksblatt für Gladbach Umgebung. Und heute noch können wir Druckerzeugnisse kaufen von Heider Druck, nämlich dann der Volkskalender, Bergischer Volkskalender. Der heißt ja heute Rheinisch-Bergischer Kalender. 2016 ist die neueste Ausgabe. Familiäre Verbindung her. Die haben sich auch gegenseitig geholfen später, als es schwierig wurde. Die Bergische Post ist praktisch eine Umbenennung des Boten. Zuerst hieß die Zeitung Obladener Volkszeitung, dann von 1919 bis 1945 Bergische Post. Und wir sehen auch später, wie Verkündiger und seine Zeitung, die haben dann Kopfblätter herausgegeben, also für Wiesdorf, eins steht drüber, Wiesdorfer Tageblatt. Der Inhalt war das gleiche gewesen wie die Bergische Post oder die Obladener Volkszeitung. Nur die Wiesdorfer oder Hildener oder Hittdorfer, wenn man nachher noch sehen, bei Verkündiger Langenfelder, meinen, das ist ihre Zeitung. Also nur anderer Kopf, Inhalt gleich. Der Verlag war ursprünglich Beck, der Beck'sche Verlag gewesen. Hier heißt es dann Verlag Obladener Druckerei und Verlagsanstalt GmbH. Das waren einige, vor allem aus der katholischen Kirche in Obladen, die da Geld gegeben haben für das Unternehmen. Ist auch eine GmbH jetzt. Und die haben auch Schwierigkeiten bekommen. Und diese Schwierigkeiten, Anfang der 30er Jahre, war auch so eine Wirtschaftskrise gewesen. Dann ist diese Druckerei praktisch zusammengebrochen und ist dann aufgekauft worden. Es kommt wieder Heider, von der Firma Heider in Bergisch Gladbach hat man das aufgekauft. Und dann 1933 hat man dann Anteile an die Familien Dr. Richard Walskorn, ein Verwandter von dem Bürgermeister in Schlebusch, der macht hieß auch Malzkorn, hat man das verkauft. Er ist dann 1946 in Kriegsgefangenschaft gestorben, und dadurch ist die praktisch, war die insolvent, die Firma. Und der Dr. Julius Stocki, der kommt auch in der Ausstellung hiermit vor, der hatte andere Zeitungen besessen, früher in Köln, die wichtigste katholische Zeitung hatte er geführt, ist auch von den Nazis ins Gefängnis gesteckt worden und durfte in dem Dritten Reich keine Zeitung mehr führen, keine Druckerei führen, hat dann aber dennoch Anteile erworben hier, weil es eine katholische Druckerei auch war. Dann gab es Streit, einen Rechtsstreit, und der Rechtsstreit, wie wir sehen, der führt dazu, dass nachher die Rheinische Post, die wir heute noch haben, dann diese eine andere Zeitung, die nach 49, also um 49 herum erschienen ist, ist dann 1951 aufkauft. Und diese Rhein-Hupper-Zeitung, da steckt die Bergische Post, die Druckerei der Bergischen Post dahinter,
die ist dann, wie gesagt, von der Rheinischen Post aufgekauft worden, 1951. Ja, was man also sehen kann, aus einem anderen Nachlass haben wir bekommen so einige Bezugsquittungen, da kann man auch sehen, ob da in der Volkszeitung, die anders geheißen haben, da heißt es auch Wiesdorfer Volkszeitung, die katholische Zeitung, hier heißt es Leverkusener Zeitung, 1930 ist ja Leverkusen vergrößert worden und unter dem Namen Leverkusen gibt es dann ja auch erst seit 1930. Ja, dann gibt es 1881 eine neue Zeitung, Neukirchener Zeitung von dem Herrn Klein. Der Herr Klein steht hier unten drin, der hat früher beim Verkündiger gearbeitet. Der war verwandt mit dem Wilhelm Olingschläger, nämlich hat die Schwester von dem Wilhelm Olingschläger geheiratet. Der hat dann auch selbst geschrieben und der hat mit dem Herrn, hat das drucken lassen bei dem Herrn Vossen in Wald. Und das war schon praktisch, sagt man, so die erste kapitalistische Gesellschaft gewesen, weil der Vossen hat unheimlich viele Zeitungsblätter drucken lassen. Also nicht nur Kopfblätter, sondern auch wirklich dann mit anderem Inhalt. Und wenn wir sehen, die Familie Backmeister ist dann später die andere Familie in unserem Bereich, die das sehr kapitalistisch angegangen hat. Das ist dann, heißt dann Allgemeine Anzeige Reichling, Obladen, Umgebung, ist aber auch von dem Herrn Klein und von dem Herrn Vossen gemacht worden. Dann kommt 1890 die Bergische Arbeiterstimme, also das Organ für das arbeitende Volk. Das war die Zeitung der Gewerkschaften, der sozialistischen Gewerkschaften und der SPD. Die ist dann bis 1933, Februar erschienen worden, dann von den Nazis verboten worden, war aber zwischendurch immer wieder häufig auch verboten, weil die Sachen geschrieben hatten, die der Regierung, egal ob das jetzt Sozialdemokraten dann in der Weimarer Republik an der Macht waren oder andere Parteien, nicht immer so gefallen hat. Hatte anfangs nur 250 Abonnenten, war dann aber später eine der größten Zeitungen hier. Ist auch bei uns, gab es auch in Leverkusen, gab es den Herrn Specht, das war der Vorsitzende der SPD, der hat dann auch die selbst geschrieben für die Zeitung. Und wer auch oft drin war früher, der Philipp Scheidemann, das war ja unser Reichstagsabgeordneter von 1903 bis 1919, der die Deutsche Republik 1919 ausgerufen hat. So, dann hier kann man sehen, Krieg dem Kriege, 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges schreiben die. Man wollte also keinen Krieg, hat politische Versammlungen gemacht, aber letztendlich hat das doch nicht dazu geführt. Und ich habe mal hier rausgenommen von 1915, da ist der Krieg schon über ein Jahr alt, da schreibt er zu den Gefallen des Krieges, schrieb ihr zum Himmel auf in eurer Not, ein Gott beherrscht ihr denn nun der Tod. Was sind die Grenzenberge, Strom und Meer? In stolzer Allmacht schreitet ihr einher. Und die letzte Strophe. O Brüder, deren Leben so verloht, wir neigen uns vor eurem Opfertod, doch Kronos schreibt wohl flammend in seinem Buch, den Schuldigen der Menschheit ewiger Fluch. Das heißt also hier klar gesagt, die Schuldigen, wer sind die Schuldigen? War natürlich Kaiserreich, Kaiser und so weiter. Dies sind die Schuldigen, das hat er damals, oder haben die damals auch dann so gesagt. Die Bergische Arbeiterstimme ist dann 1919 zur USPD geworden und dann 1920, glaube ich, dann kommunistisch geworden, rein kommunistisch. Und seit der Zeit 1919 gab es dann bis 1933 ein SPD-Blatt aus Solingen, Volksblatt, was auch hier, kann man sehen, Verbreitungsgebiet, Bezirk, Bergisch-Neukirchen, Bürrig, also auch unsere ganze Gegend mit hat, und der Herr Fuchs war froh gewesen, dass wir da auch eine Anzeige gefunden haben, der Zeitung, über das erste Anzeige vom Leichlinger Kino. Ja, genau. So, dann gab es zwei Zeitungen, von denen wir überhaupt nichts wissen, außer dem Namen, weil auch keine Exemplare vorhanden sind. Ist wahrscheinlich eine katholische Zeitung gewesen in Wiesdorf. Kobmann kennt einige als Druckerei vielleicht noch, Kleinschmidt auch. Wissen wir aber nicht mehr. Dann 1906 kommt der Gustav Backmeister nach Wiesdorf. Der Bruder von ihm hat die Bergisch-Märkische Zeitung in Elberfeld besessen. Und er hat dann hier ein Blatt aufgemacht für Wiesdorf, Leverkusen, Schlebusch und Umgebung, nicht direkt für Opladen. Und er sagt dann auch, die wirtschaftliche Entwicklung vor allem die Industrie ist in Wiesdorf und da machen wir ein Blatt. Und die hatten gute Beziehungen zu Bayer. Man munkelt auch, dass Bayer da anfangs mitfinanziert hat. Konnte ich aber im Bayer-Archiv bisher nicht belegen.
Was interessant ist, ist der Gustav Backmeister und auch die Familie von ihm. Bei der Hochzeit zum Beispiel hat Grete Hinzmann geheiratet, der Dr. Ernst Hinzmann, der war Reichstagsabgeordneter für Wuppertal, war Leiter eines Gymnasiums dort. Und zur Hochzeit kamen Telegramme vom Reichskanzler Dr. Bülow zum Beispiel, von dem Bürgermeister Pauli hier aus Küppersteeg, vom Bayer-Direktoren auch, die damals noch in Elberfeld gelebt haben. Und die Tochter, hier ist das Haus in der Ruhlach, Herr König. Das ist das Seligerhaus. Das ist von Achim Seliger das Haus. Das ist die Rückseite-Gesicht. Da links müsste, glaube ich, der Tennisplatz sein. Ja, das ist genau. Richtig. Und das Haus hat er bauen lassen, der Gustav Backmeister, hier mit seiner Frau. Und das ist die Erika, das ist ein adoptiertes Kind. Und die hat nachher gearbeitet in Berlin bei dem Dr. Krawitz. Das war der oberste SS-Arzt unter Himmler und der Chef des Deutschen Roten Kreuzes. Und der Dr. Krawitz hat Versuche an Menschen gemacht, unter anderem zum Beispiel hat er den Entzündungsdinger in die Arme gespritzt, um dann mal zu sehen, weil der Himmler wollte, man wollte biochemische Sachen testen, wie wirken die. Dann hat man die getestet und viele von diesen Menschen, die dann da infiziert worden sind, sind auch gestorben. Er hat das unter anderem im KZ Dachau gemacht, kann man auch nachlesen. Und der hat dann, als dann der Krieg zu Ende war, 1945 Selbstmord begangen mit seiner Familie. Und das sind die Familie, der Sohn war damals beim Militär, hat Selbstmord gemacht. Und die drei Kinder hat er, das ist die Erika Backmeister, er hat sich dann mit zwei Granaten in die Luft gesprengt, in seine Familie. Also leider weiß man auch nicht mehr. Ich habe auch jetzt wieder im Bundesarchiv versucht zu forschen, aber immer gesagt, zwei Handgranaten. Damit hat er seine Familie umgebracht, weil er wusste, wenn er jetzt da geschnappt wird nach 45, dann ist klar, was mit mir geschehen wird. Darf ich da noch ja? Hinzmann? Ja. Die stammen auch aus der Ruhlach. Das sind aber andere. Das sind Hinzmanns aus Wuppertal. Ach so. Das sind Hinzmanns aus Wuppertal. Die Frau von dem Rektor Rolitz, das war auch eine geborene Hinzmann. Soviel ich weiß, sind die aber nicht verwandt. Müssen wir mal drüber sprechen und mal erforschen, aber ich glaube nicht. So, der Gustav Backmeister und der Walter Zeit in Wuppertal, Gustav hier in Opladen, die sind die ersten gewesen, die 1896 in England als mit einer Fußballmannschaft aufgetreten sind. Das heißt, das ist das erste Spiel, was gemacht worden ist in England von einer deutschen Mannschaft. Und das hier oben ist der Gustav Backmeister, und das ist der Walter Backmeister. Die haben da Fußball gespielt, 1896 in Duisburg und waren mit dabei. Haben noch große Klatschen da gehabt, 6-0, 7-0 oder 12-0 haben sie auch da verloren gegen die Engländer. Nur der Hintergrund war, der Torwart, der hat damals in Deutschland gearbeitet von dieser Mannschaft und der hat das dann vermittelt. Der war der beste Mann da gewesen. Ja, in der ersten Zeitung 1906, die wir erhalten haben, sind dann drin hier also auch Gustav Backmeister Buchdruckerei, was sie macht. Dann hier auch das Atelier Brüning wird Reklame gemacht. Und der Sohn von dem Gustav Backmeister, der hat nach 1945 war der in Bad Vermont Stadtjugendpfleger und er hat von der Landesregierung aufbekommen, er soll da eine Zeitung machen für junge Leute. Die Zeitung, die hieß dann auch Zickzack für junge Menschen. Und die Zeitung ist dann 1948 von dem Henry Nannen übernommen worden. Und der Henry Nannen hat aus dieser Zeitung diese Zeitung gemacht, nämlich den Stern. Und der Kurt Backmeister, der hat dann noch viele Jahre lang die Rätselecke da gemacht für den Stern und die Schachecke. Ja, der Generalanzeiger war damals in Wiesdorf untergebracht, hier hinten, da ist das, ich habe es mal hier rausgenommen, da kann man lesen, Generalanzeiger. Das hier ist die Nobelstraße hier hinten und dann hier weg, bei diesem Pfosten vorbei, das ist die Breidenbachstraße in Wiesdorf. Ja, was wir noch haben, aus Nachlässen auch, was ich bekommen habe, hier ist dann im Opladen, werden einige auch kennen, die Opladener, das war die Kreisfürsorgestelle gewesen, da war um 1913, glaube ich, herum, war die Generalanzeige die Redaktion gewesen. Hier oben ist nämlich der Gustav Backmeister mit seiner Frau. Und der Eingang hierzu war hier unten. Und der Reinhold Witting, der hat hier
Der war Redakteur bei der Opladener Zeitung und später Chefredakteur der Rheinischen Landeszeitung, der NSDAP-Zeitung. So. Dann wiederum der Walter Backmeister hat auch eine ganz gute, tolle Geschichte. Der Walter Backmeister hat dann, als der Dr. Ernst Hinzmann in Wuppertal starb, ist er der Landtagsabgeordnete geworden im Preußischen Landtag. Hatte deshalb natürlich auch dann, er war deutsch-nationale Volkspartei, DNVP musste. Ja, ist ein Buchstabenfehler drin. Der hatte also auch wieder gute Kontakte zu August Ohmein, Wuppertaler Unternehmer, Kommerzienrat Wilhelm Böttinghaus, von der Heidt war ein großer Bankier gewesen in Wuppertal, Julius Erbslö, kennen die Leichtinger auch, das war derjenige, der die Luftschifffahrt da gemacht hatte, da hatte er sehr gute Beziehungen zu. Und der Backmeister war sehr konservativ, sehr kaisertreu, der hat dann hier auch eine Zeitschrift, das größte Deutschland, herausgegeben und hat dann hier auch für Kolonialpolitik geworben, das ist hier ein Heft von 1918, also noch aus dem Ersten Weltkrieg. Ja, der Verkündiger hat sich dann irgendwann umbenannt in Opladener Zeitung 1902, ist die Umbenennung erfolgt. Und man kann es auch dann sehen, nachdem dann 1907 schon hat man verbunden den Generalanzeiger mit der Opladener Zeitung. Und 1908 hat auch der Gustav Backmeister die Opladener Zeitung von der Familie Arndt gekauft. Das heißt, seitdem war es immer Besitz von Gustav Backmeister. Und kann man hier erkennen, auch mit welche Verbindungen es gibt, welche anderen Kopfblätter es hier gibt. Und hier oben noch 1903, wo man noch alleine war, für welche Ortsteile und Ortschaften die Zeitung gedacht war. Ich habe hier mal rausgenommen, aus anderen Nachlasten war zu sehen, 46. Woche 1923, 350 Milliarden, ein Monatsabonnement. 550 Milliarden, Monat später. 1 Billion Mark danach. 1,5 Millionen Mark anschließend. Ja, wir hatten auch Kopfblätter. Ich lese jetzt nicht alle vor, Sie können sie sehen, aber ist Solingen dabei, Höscheid, es ist Burscheid dabei, Leichlingen, Langenfeld, also genau auch unser Einzugsgebiet unseres Bergischen Geschichtsvereins auch mit, denn früher hat auch Burscheid zu uns gehört, die sind später erst selbstständig geworden. Hatte den Vorteil, dass sie eine hohe Auflage hatten, brauchten wie gesagt nur das hier anders drucken. Da habe ich immer Generalanzeiger Langenfeld, aber inhaltlich war alles dasselbe gewesen wie die Hindorfer Zeitung oben drüber oder Opladener Zeitung. Die hatten oft also ein Unterhaltungsblatt mit dabei. Das gilt für alle Blätter an sich. Die haben so Sonntagsblätter gehabt, damit die Frauen vor allem auch was zu lesen hatten. Die hatten auch dann 1924 und 1925 hatten die dann auch eine Heimatbeilage, wie es auch in Solingen gab. Und hier habe ich mal rausgenommen, Henkes ist ja da, das ist vom bergischen Geschichtsforscher Dr. Olingschläger. Das heißt also hier etwas auch geschrieben über Olingschläger. Und als dann 25 eingestellt worden ist, schreibt dann der Dr. Knapp in seiner Dissertation, hat kein Mensch aufgeschrieben. Das ist ein Zeichen dafür, dass hier unsere Gegend doch nicht so fest eingesessen war, dass sehr viele Leute zugezogen sind und mit der Heimat und Heimatgeschichte noch nicht allzu viel anfangen konnten. Das Bild habe ich von Herrn Nadolzen bekommen, ist bisher auch noch nie so gezeigt worden. Das zeigt den Maiumzug um 1936 und das ist das Haus, wo die Druckerei von Arndt früher war, in der Düsseldorfer Straße 45. 43 gehörte auch der Familie Arndt. Das hat die Familie Backmeister damals dann später erworben und hat dafür die Ruhlach, das Haus Ruhlach, an die Familie Arndt gegeben, sodass dann die Familie Arndt da gelebt hat und dann Nachfahren sind dann die Familie Seliger, der Pfarrer Achim Seliger, der als letzter drin gewohnt hat und auch vor 4 Jahren da verstorben ist. Und in dem Haus haben wir noch eine ganze Menge alte Sachen gefunden, ganz tolle Sachen, also vieles auch zur Geschichte hier, aber auch, was weiß ich, viel Spielzeug aus den 20er Jahren, alles Mögliche. Bin mal gespannt, was die Familie damit noch machen wird. Ja, der Chefredakteur, der... bitte? Ich wollte nur fragen, wo ist das heute? Achso, habe ich vergessen zu sagen. Das ist heute, wo das neue Haus des GBU ist. Was? Vom Gemeinnützigen Bauverein Opladen. Da wird was gebaut, wo die sozialpsychiatrische Zentrum unten rein soll. Kantstraße ist hier links, hier hinten ist die Kantstraße. Und das ist alles abgerissen jetzt hier. Und da ist, wie gesagt, ein Neubau, ein Riesenneubau dort.
hier drüben gegenüber ist eine Apotheke, Hockenberg war da früher auch dieser Karnevalsladen mit Karnevalssachen. Genau, da genau gegenüber ist das. Neben dem Parkhaus. Neben dem Parkhaus. Das große Haus ist das Hotel Roms. Das große Haus da hinten, das ist Hotel Roms. Das gibt es ja auch nicht mehr. Ja, der Chefredakteur der Oplander Zeitung und des Generalanzeigers von 1927 bis 1933 war der Doktor, bis 34 müsste es heißen, bis Anfang 34, Dr. Ferdinand Gerhard. Der ist dann 1934 ausgetreten aus der Zeitung. Es gab da Schwierigkeiten, komme ich gleich noch drauf, finanzieller Art, und hat dann den Sprung geschafft, Kulturamtsleiter zu werden bei Bayer und hat dann bis 1942 die Kulturabteilung da geleitet. Dann hat er auch in Briefen, die ich von ihm kenne, hat er geschrieben, ich möchte doch gerne wieder so frei wie ein Journalist arbeiten können und nicht, was weiß ich, in der Werkskulturabteilung von Bayer geknebelt zu werden, vorgeschrieben zu bekommen, was zu machen ist, nach industriellen Unternehmervorschriften auch zu arbeiten. Das war nichts von ihm. Der ist dann noch früh Mitglied der NSDAP geworden, war an sich früher Liberale gewesen, der Deutschen Volkspartei, ich glaube mit Mittelhaufe manchmal auch zusammen, den er kannte. Ist dann Mitglied geworden der NSDAP, hat auch sehr viel dann auch so geschrieben noch in der Zeit, wo er bei der Zeitung war, und auch bei Bayer in der Kulturabteilung das so umgesetzt. Dann ist er herausgekommen, dass er früher Logenmitglied war, in der Freidenker-Loge drin war. Dann ist er da entlassen worden aus der Partei, 1934 glaube ich dann, und ist dann wieder in Spanien, wo er dann anschließend gearbeitet hatte, irgendwie von 42 bis 45, für den Westdeutschen Beobachter, wie man das sehen, ist auch eine NSDAP-Zeitung, hat er in Madrid gearbeitet, da ist er dann dort in Madrid in die Partei eingetreten. Ja, kommen wir jetzt zu der Stadtanzeiger, das ist, jetzt habe ich es vorhin den Stadtanzeiger-Leuten schon gesagt, was bisher nicht bekannt ist, was auch mir die Zentrale in Köln gesagt hat, sie können die Informationen nicht bestätigen, aber ich habe hier Beispiele, dass die Stadtanzeiger schon vor 1949 hier in Leverkusen und Umgebung schon gegeben hat. Das Archiv der Zeitung ist in Köln abgebrannt, deshalb wissen wir es nicht mehr. Das erste Blatt 1876 ist in Köln erschienen, war ein reines Gratisblatt, also gratis ein reines Anzeigenblatt gewesen. Das war an sich, das war Stadtanzeiger, der Vorgänger, und was eine Parallele dazu gab, war die Kölnische Zeitung. Die hat in der echte Zeitung gearbeitet, der Stadtanzeiger ursprünglich nicht. So, und der Herr Nevin Dumont damals, der brauchte natürlich Papier. Was hat er gemacht? Er hat hier zusammen mit dem Lisbeth Krämer in Mürich bei Schloss Reuschenberg, hat er, da gab es schon ganz viele Jahrhunderte eine Mühle, und der Herr Peter Odenthal kennt sich ja sehr gut damit aus, als Mühlenführer da in Reuschenberg. Der hat dann da auch Geld gegeben und hat dann zusammen eine Mühle gemacht, nannte sich auch Kunstmühle, weil das nicht keine natürliche Mühle war, sondern mit Maschinenkraft betrieben worden ist. Das ist eine Kunstmühle. So, und ich habe hier auch noch viele Briefe, wo man sieht, Stempel von Küpperstech, 1869, habe ich mal darüber bei eBay schon 20 Briefe erworben. Mit schönen, da steht auch Kunstmühle drauf. Das war neben dem Schloss Reuschenberg war das gewesen. Und hier haben wir nochmal dann so einen Plan, als ein Anbau gemacht worden ist, das Portal. Peter, kann man noch sehen? Ja, das kann man noch sehen. Da gab es einen Anbau. Anbau, weil da auch neue Maschinen gebraucht worden sind, und da mussten dauernd auch umgebaut werden. Also das war also, hat also auch Stadtanzeiger hat damit zu tun. So, und das ist die erste Ausgabe, wo ich was gefunden habe, wo jetzt der Stadtanzeiger sagt, das ist eine rechtsrheinische Beilage für Köln und Umgebung. Und siehe da, in diesem Titel, da kommt was vor von Schlebusch. Nämlich die Bürgermeisterei, hier der Ministerhof wird hier beschrieben. Man sieht aber auch hier Nachrichten aus Bergisch Gladbach. Das heißt, das ist gemeint, wo Bärbräuch liegt, weiß ich gar nicht. Das ist also für Köln und Umgebung gewesen. Erscheint sechsmal wöchentlich, außer samstags. Ja, und wo dann jetzt schon Leverkusen mit vorkommt,
ist dann bei diesen beiden an sich, einerseits hier oben Stadtanzeiger für Solingen und das Bergische Land, Anzeiger für den Rhein-Wupper-Kreis. Das ist ja der Kreis gewesen, wo früher Opla die Kreisstadt war und Leverkusen bis 1955 auch noch in diesem Kreis drin war. Und dann hier 1934 ein Beispiel Leverkusen-Opladen als Titelblatt, Nachrichtenblatt für den Rhein-Wupper-Kreis. Und ich habe woanders gefunden, dass es seit dem 5. Januar 1932 diese Zeitung hier auf jeden Fall auch in unserem Bereich gab. Und hier 1934 so ein Kegelpin habe ich mal bekommen aus dem Nachlass Breidenbach. Breidenbachstraße gibt es ja auch in Leverkusen, in Wiesdorf. Da steht hinten drauf 1934, da hat also der Stadtanzeiger so einen Wettbewerb gemacht für Kegelfreunde. So, die Zeitung der Verkündiger ursprünglich, dann Opladener Zeitung, Generalanzeiger, hatten ganz große Schwierigkeiten, 34, 35. Die Leser sind Leserzahl zurückgegangen, die Werbeanzeigen kamen nicht mehr so. Und die haben sich entschlossen, am 27. Dezember die Zeitung zu stoppen. Hier ist das Original, also das ist die Originalzeitung. Und da gab es, da drin steht auch dabei, fast 9 Jahrzehnte haben wir die Leser informiert. Und jetzt kommt das, wir haben das nicht, die Abonnenten nicht verkauft an die NSDAP-Zeitung, sondern verkauft an die Kölnische Zeitung Stadtanzeiger. Haben ein Abkommen getroffen und haben, weil es gab Reibereien zwischen diesem Blatt hier, dieser Allgemeinzeitung und dem Rheinischen Landeszeitung, gab es ganz große Reibereien und ein Teil, warum die Zeitung gescheitert ist, liegt daran, dass die anderen sehr aggressiv geworben haben, gesagt haben, jedes NSDAP-Mitglied muss die Rheinische Landeszeitung haben und nicht eine andere Zeitung. Und andererseits hat auch die Familie Backmeister, beziehungsweise der hatte nicht so hohe Anteile, aber die Familie Karl von Bruck, ein Unternehmer, die haben das industriell geführt, die wollten Geld rausmachen, die haben sehr viel Geld aus der Zeitung rausgenommen und haben dann vergessen zu modernisieren, sodass da auch dann das zum Scheitern dieser Zeitung geführt hat. Ja, jetzt ein Sprung. Zurück, 1925 ist hier in Wiesdorf eine andere Zeitung gegründet worden. In der Literatur steht überall drin, auch im Internet, die ist in Köln gegründet worden. Aber siehe da, erster Jahrgang, das ist die zweite Zeitung. Die erste ist nicht mehr erhalten geblieben bisher. Wiesdorf bei Köln. Herausgeber war der Dr. Robert Leib, ursprünglich Chemiker bei Bayer, später Reichsorganisationsleiter der NSDAP, Leiter der Deutschen Arbeitsfront. Derjenige auch, der nachher dann noch sehen, den Kraft durch Freudewagen, KDF, den VW, dann propagiert hat, und zwar hier auch in Leverkusen. Der hat das gemacht, das NSDAP-Kreuz noch falsch hier rum drauf. Und der hat, Herr Krieger fragte mich vorhin, Wiesdorf bei Köln gewohnt, Schillerstraße 50. Die wurde dann umbenannt in Robert-Ley-Straße nach der Machtergreifung. Und heute ist das die Heimannstraße in Wiesdorf, in der Bayersiedlung. Dort hat er auch gewohnt. Und dann so Ende 25 ist dann die Zeitung verlegt, der Zeitungssitz verlegt worden nach Köln. Aber vorher, wie gesagt, in Wiesdorf. Und wenn man so sieht, was ich an sich als Historiker gut finde, man findet da eine ganze Menge Namen drin, zum Beispiel Spenden für irgendwas, was in Aachen passiert war. Dann sieht man Wetzel, die Schlebuscher kennen Wetzel, die Firma Wetzel Klempnerei. Hans, das war der Dr. Hans, Chemiker bei Bayer, der mit dem Robert Ley zusammengearbeitet hat, auch mit Dr. Herdeckerhoff. Orb war auch ein Chemiker bei Bayer. Dann der Robert Ley hat 5 Mark gespendet. Manetz, das war ein Malermeister, der hat nachher dann für die NSDAP auch in Berlin gearbeitet, hat sich dann nur sich hochgedient. Elkemann Reusch war früher mal Vorsitzender der NSDAP in Wiesdorf, hat dann 1 oder 2 Leute umgebracht und ist dann strafversetzt worden, waren aber NSDAP-Leute gewesen, die er umgebracht hatte. Und der Herr Herdeckerhoff, wird hier auch benannt, der war der stellvertretende Chefredakteur dieser Zeitung anfangs gewesen. Ja, Burscheid kann man lesen, da gab es Halbach, Fritz Halbach ist das, so ein Heimathistoriker auch, ist einer der 7 Männer, die 1919 in München die NSDAP gegründet haben. Das konnte ich bisher nicht prüfen, das habe ich auch noch nicht so gefunden, aber das ist da gesagt worden. Da ist ja vor kurzem die Straße auch umbenannt worden. Bei der Kampagne war ich dann unter anderem auch mit beteiligt gewesen, weil ich eine ganze Menge über den Halbach gefunden hatte, auch im Bundesarchiv in Berlin über seine Vergangenheit.
Die haben sehr stark gehetzt gegen die Juden. Hier auch so ein Bild, der deutsche Michel, der räumt hier auf. Das sind alles die jüdische Leute, kann man den Gesichtern so erkennen, wie sich die Nazis die Juden vorgestellt haben. Die haben auch sehr viel geschimpft gegen Juden in Köln, unter anderem weil der Kaufhof von der Firma Tietz noch damals zur Familie Tietz gehörte. Das waren jüdische Familien oder andere Kaufhäuser auch. Die EHP in Diesdorf zum Beispiel auch. Und das wollten die nicht haben, die wollten so Einzelgeschäfte haben. Das wäre deutsch, aber nicht solche großen Konsumläden. Jetzt aber hier 1938, 75 Jahre feiert die Firma Bayer ihr Jubiläum. Und da kann man hier den Robert Leier kennen. Der ist da wieder etwas nüchtern, der war am Abend vorher war ziemlich betroffen gewesen. Und hier, das ist der Hans Kühne, das ist der Werksleiter. Nach ihm kam dann der Haberland, 43 glaube ich. Und hier ist der Robert Ley, da gab es auch irgendetwas, eine Verleihung. Und hier kann man sehen, das ist der Arbeitsplatz von dem Dr. Ley in Bayerwerken. Und hier ist dann der Wagen vorgestellt worden, der Volkswagen. Und da ist das über Rundfunk, hier kann man Rundfunk auch sehen, hier auch, ist das in ganz Deutschland verbreitet worden, dass man jetzt sparen soll, wer will, für den Volkswagen. 4 Jahre, nur kein Wagen ist ausgeliefert worden, weil der nachher für die Armee gebraucht worden ist. Die Rheinische Landeszeitung ist eine andere nationalsozialistische Zeitung. Die westdeutsche Beobachter gab es nachher in Köln, und anderen Gebieten aber nicht mehr in Leverkusen. Dafür hatten wir hier von 1930 an die Volksparole. Und dann ab 35 nannte sich Rheinische Landeszeitung Untertitel Volksparole. Und der Lokalteil, der nannte sich Rhein-Wupper-Zeitung. Und die Rhein-Wupper-Zeitung, dieser Name, der ist später wiedergekommen, 1949 in Leverkusen. Und diese Zeitung ist 1951 von der Rheinischen Post gekauft worden. Und die Rheinische Post hat dann diesen Namen genommen für ihren Lokalteil. Das heißt, ursprünglich von der NSDAP-Zeitung, dann über eine andere Zeitung, die sich als Fortsetzung der Bergischen Post fühlte und auch war, weil es derselbe Verlag war, kam das dann zur Rheinischen Post. Hier ist das in Diesdorf in der Hauptstraße das Geschäft gewesen der Volksparole, also vor 35 muss das Bild sein. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Nummer in Diesdorf das ist. Es gibt dann nur zwei, drei Fotos bisher, die wir da haben. Ja, wenn man jetzt die Zeit von 45 so betrachtet, bis März 45 im Raum Leverkusen, Langenfeld, Leichlingen und Monheim gab es nur noch 2 Zeitungen seit 1935, Ende 35, nämlich die Rheinische Landeszeitung, NSDAP, und die Bergische Post, die katholisch orientiert war, ursprünglich die Zentrumszeitung, aber die Partei war ja verboten, aber viele der Katholiken haben die weiterhin gelesen. Ja, jetzt sind wir in der Zeit nach 45. Zuerst ist erschienen hier schon im September amtliche Mitteilung der Militärregierung für den Rhein-Wupper-Kreis. Die sind gedruckt worden bei Mittelhaufe ursprünglich, später bei der Rhein-Wupper-Zeitung. Und der Mittelhaufe hat das dann also auch da gesetzt, hat auch dann wahrscheinlich gut mit verdient dabei. Und da sind also vor allem drin, welche Änderungen gibt es? Bildung von politischen Parteien habe ich mal rausgenommen, das war im September. Das heißt, ab dem September durften politische Parteien zugelassen werden und man muss, welcher Antrag man dann, welchen Antrag man stellen muss und welche Änderungen es gibt, muss man alles dann begründen. Die nächste Zeitung, die dann erschienen ist, war dann die Neue Rheinische Zeitung ab Juli und die hat, die ist herausgegeben worden von der britischen Besatzungsmacht. War natürlich demokratisch gewesen, das war, sollte auch der Umerziehungsgedanke, spielte eine Rolle. Die ist dann bis Februar 1946 herausgekommen. Ab dann wurden jetzt andere Zeitungen zugelassen. Also am 1. März zum Beispiel die kommunistische Zeitung Freiheit, das Blatt des schaffenden Volkes. Das waren oft Kopfblätter gewesen, hier also auch von Düsseldorf. Die ist in Düsseldorf herausgegeben worden, aber mit einem Teil auch für auf den Rhein-Wupper-Kreis betreffend. Dann kam auch am 2. März 1946 von dem Karl Arnold, der später Ministerpräsident wurde in Nordrhein-Westfalen, von dem Dr. Anton Beetz, der im Dritten Reich verfolgt worden ist und auch da nicht arbeiten durfte bis 1945, und Dr. Erich Wenderoth, die haben dann die Rheinische Post gegründet.
Also nicht die Bergische Post. Man hat oft so die Vorstellung, Bergische Post gab es früher als katholische Zeitung und dann die Rheinische Post, das ist die Fortsetzung. Das ist keine direkte Fortsetzung, weil das kam von Düsseldorf aus und die Bergische Post gab es nur hier in Opladen früher. Aber was dann auch so ist, anfangs wurde die Zeitung gedruckt bei Haider in Gladbach, der war ja katholisch, katholischen Verlag auch gehabt, später bei dem Droste Verlag, kennt einige ja auch, in Düsseldorf, auch im katholischen auch Buchverlag. Dann kann man hier erkennen, Rheinische Post, Zeitung für christliche Kultur und Politik, Rhein-Wupper-Zeitung als Untertitel auch mit, weil man 1951 die Rhein-Wupper-Zeitung kommt gleich noch erworben hat und konnte auch Abonnenten da haben. Man wurde dadurch also auch größer. Und heute heißt, wie gesagt, dann der Lokalteil, heißt halt Rhein-Wupper-Zeitung. Das ist jetzt die Rhein-Wupper-Zeitung, die im November 1949 gegründet worden ist. Und dann bis 1951 gestanden hat. Da in diesem Zeitraum, September 1951, glaube ich, ist der Herr Stöcker, der ist gestorben. Und dann war die Zeitung ja nicht mehr liquide. Aber einige von Ihnen kennen ja so Namen auch noch, die da gearbeitet haben. Heinz Schonauer. Der war mal Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins in Opladen. Sportjournalist. Der war bei der Rheinischen Post später auch gewesen. Oder der Hans Heibach. Vorsitzender des Haus- und Grundeigentumsvereins. Ja. Der hat bei der Opladener Zeitung gelernt, hat da gearbeitet auch schon. Der hatte in seiner Garage noch viele Jahrgänge liegen gehabt von alten Zeitungen. Die habe ich mal bekommen und die habe ich bis auf den Einband, der noch da drüben liegt, alle inzwischen im Stadtarchiv Leverkusen gegeben. Das war tolle Funde, weil die Zeitungen teilweise nicht im Stadtarchiv bisher vorhanden waren. Die habe ich dann mal, wie gesagt, vor 15 Jahren von ihm bekommen. Und wer auch noch da war, ist noch einer, der Jakob Melzer, der ist dann später Bürgermeister in Opladen geworden. Er hat auch nachher bei der Rheinischen Post gearbeitet. Ja, und da hier kann man noch erkennen, deshalb habe ich das mal rausgenommen, eine Zeitung aus der Großstadt. Da kämpft die Rhein-Wupper-Zeitung gegen die Rheinische Post. Die Rheinische Post kommt aus Düsseldorf, das ist die Großstadt mit gemeint. Wir wollen aber eine Heimatzeitung sein und wir wollen letztendlich der Nachfolger sein vom Boten, Opladener Zeitung, so haben Sie das gesehen, aber teilweise auch vom Verkündiger. Dann hier brauche ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Da wird also geschrieben, wir hören auf, es macht keinen Sinn für uns mehr und wir geben die ganzen Abonnenten an die Rheinische Post ab und wir glauben, die Rheinische Post als die größte Zeitung des Rheinlandes mit weltweitem Nachrichtennetz ist das Richtige für unsere Leser. Ja, dann kann man schon sehen, man sieht jetzt, Parteien haben teilweise Zeitungen oder haben Zeitungen herausgebracht. Die SPD hat auch ab dem März das Rheinecho. Das kam auch aus Düsseldorf, also Düsseldorf war damals relativ stark bei uns gewesen. Heute sind wir eher ja nach Köln verbunden als nach Düsseldorf. Nun haben wir vielleicht eher noch nach Düsseldorf auch. Und die Zeitung hat mehrfach den Namen gewechselt. Die hieß also später Rheinische Zeitung oder Westdeutsche Neue Presse. Die kam dann aber schon aus Köln, hier die kam auch schon aus Köln. Aber später dann auch, wenn wir sehen, auch aus Essen. Hier hat man rausgenommen, hier 1954, Deutschland wird Fußballweltmeister. Da jetzt auch bald die EM ist, dachte ich mir, kann man vielleicht auch da mal irgendwann in den Zeitungen lesen, Deutschland ist EM-Meister. So, die Neue Rheinische Zeitung, Neue Rhein-Zeitung ist dann die Fortsetzung dieser SPD-Zeitung, die anderen sind dann verschwunden. Und die hat dann bis Ende 1974 hier existiert, hat dann hier den Bezug eingestellt. Hintergrund war, es gab mehrere Zeitungen, die parallel waren. Stadtanzeiger, es gab die Rheinische Post und es gab die NRZ für denselben Bereich. Das hat sich nicht mehr rentiert. Und die haben dann die Abonnenten an den Stadtanzeiger abgegeben. Weil der Stadtanzeiger, der war für, aus deren Sicht auch damals liberaler. Wenn man so die früheren Redakteure, Chefredakteure nimmt, die waren teilweise FDP gewesen oder auch SPD-freundlich gewesen. Deshalb hat man dann die Abonnenten da abgegeben. Ja, dann gab es, die FDP hat auch gesagt, wir wollen auch eine Zeitung haben. Die haben dann die Westdeutsche Rundschau gegründet.
Die ist dann auch ab dem 24. August, Uhr 32, da stimmt was nicht. Habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Also ab 46, auch wahrscheinlich März, April herum, gab es dann die Westdeutsche Rundschau. Und hier habe ich mal den Herrn Luftenberg rausgenommen, den Professor Luftenberg, der damals für die FDP im Landtag kandidiert hat. Wohnte Burscheid, weil der Landtag ging also auch bei uns mit Burscheid und Leverkusen. Er ist dann auch reingekommen, aber über die Liste, wie ich erinnere, ist er dann drin gewesen. Und er hat ja dann auch mitgearbeitet, auch in der Regierung später, genauso wie der Mittelhaufe. Und Mittelhaufe und Luchtenberg, die haben unter anderem die FDP in Opladen gegründet, im Januar 1946. Ja, dann gab es die Kölnische Rundschau ab 1949 für die Großstadt Leverkusen. Das heißt, das ist eine Zeitung aus Beispiel aus 1963. Da hat Leverkusen 100.000 Einwohner gehabt und dadurch durften die sich Großstadt auch nennen. Die Zeitung hat bestanden bis Januar 2003. Seit 1988 aber schon gab es eine gemeinsame Redaktion mit dem Leverkusener Anzeiger. Deshalb kann man dann also auch sehen, dass manchmal die Artikel ein bisschen umgeschrieben worden, ein bisschen Sätze umgestellt worden, ansonsten der Inhalt gleich. Und dann aber, wie gesagt, eingestellt worden 2003 und auch da hat dann praktisch die Abonnenten sind dann übernommen worden vom Stadtanzeiger. Hintergrund war auch, dass man nur noch 1.500 Exemplare 2003 hatte als Kölnische Rundschau. Das war zu wenig und andererseits gab es ja die Rheinische Post, aber die Rheinische Post hat ja an sich das Verbreitungsgebiet immer eher in Opladen gehabt, weniger im alten Leverkusen. Ja, Kölner Stadtanzeiger kommt jetzt nochmal. Der ist hier offiziell gegründet worden am 29. Oktober 1949, die Nummer 1. Hintergrund ist, die waren nicht sehr früh dabei, weil sie keine Lizenz bekommen haben von den Briten. Das braucht man auch 49 noch. Denn die Stadtanzeiger in Köln ist sehr stark nationalsozialistisch gewesen in der Nazi-Zeit. Und deshalb hat man denen da keine Lizenz gegeben. Sondern später erst ist das dann hier gekommen. Dann kann man hier auch erkennen, dann, wie das ursprünglich mal war. Das ist wie gesagt die erste Nummer, 49. Demontage war es gewesen. Dann hat man dann hier genommen, ein anderes Bild und irgendwann kam, das ist, Leverkusener Anzeiger, wusste ich auch mal, das ist jetzt 63, könnte sein, es kann sein, dass es ab 63 war, dass man dann Leverkusener Anzeiger macht. Ich glaube, deshalb habe ich die mal rausgesucht. Ja, die letzten, neuesten beiden Zeitungen, da sind wir auch schon fast fertig, sind dann die Wochenblättchen. Ich habe nur zwei genommen, es gab mehrere andere auch noch, die eine kurze Zeit da waren, die es heute noch gibt. Ist einerseits ja die lokalen Informationen seit 1972. Dann gibt es die Wochenpost seit 1982, heute in Burscheid ist der Hauptsitz. Die anderen sitzen ja hier in Opladen. Ja, und dann habe ich gefunden bei Wikipedia, etwas, was auch mit einer Veranstaltung, die wir im Juni noch haben, zusammenhängt, nämlich die Entwicklung der verkauften Auflage des Kölner Stadtanzeigers bis 2015. Sie können sehen, das gilt wahrscheinlich für die Rheinische Post genauso, hier ist 98 sind die Abonnenten der Kölnischen Rundschau dazugekommen. Deshalb ist dann hier plötzlich so ein großer Sprung, aber zunehmend rückläufig die Abonnentenzahl oder die Zahl der Verkäufe der Zeitung. Und heute wird gesagt, ungefähr 86% der Zeitung geht im Abo weg. Das heißt, 14% werden nur verkauft über die Ladentheke. Das ist ein bisschen wenig auch mit. Und ist die Frage natürlich, was macht man? Der Stadtanzeiger hatte ich gefunden. Das werden Sie besser wissen als ich. Es gibt dann eine eigene Ausgabe für den Tablet-Computer und für das iPad. Ist das richtig? Gibt es, ja. Gibt es. Ich habe noch nicht eingeschaut, deshalb kann ich nicht sagen. Und es gibt auch dann, seit 2011 für Android, gibt es da auch etwas? Lokalisches? Ja, und damit zusammenhängt die letzte, vorletzte Veranstaltung, die wir im Rahmen unserer Ausstellung machen, nämlich
haben die Zeitungen noch eine Zukunft? Werden wir am 7. Juni fragen, und zwar der Herr Struve, der Leiter der Volkshochschule Leverkusen. Das ist eine Podiumsdiskussion, 19 Uhr in dem Forum Vortragssaal, ist auch Eintritt frei. Und es werden wohl teilnehmen der Herr Thoren, stellvertretender Chefredakteur der Rheinischen Post in Düsseldorf, der Herr Gerhards, Leiter der Redaktion des Stadtanzeigers, der Ulrich Schütz, Leiter der Redaktion Leverkusen der Rheinischen Post und der Stefan Andres, der auch da ist heute, Journalist und Blogger aus Leverkusen, der eine eigene Seite da auch hat. Und ja, dazu sind Sie herzlich auch eingeladen. Ja, das Letzte, was ich hier noch habe, welche Materialien, Quellen habe ich benutzt? Stadtarchiv Leverkusen, das Bayer Werksarchiv. Hier können Sie die Namen auch sehen, die ich vorhin alle schon erwähnt habe, wo wir Nachlässe bekommen haben. Und ich habe auch schon erwähnt, Herrn Nadolsk und Herrn Odenthal, die mir da auch noch Informationen gegeben haben. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen und vergessen. Ja, ich danke recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Es war ein schneller Parforce-Ritt gewesen durch die Geschichte, aber vielleicht war es auch dadurch vielleicht ein bisschen vielfältig und nicht so einseitig und langweilig. Sie haben in Ihrem Vortrag erwähnt, dass ohne Land für Düsseldorf orientiert sein und Leichlingen, Obladen, Leverkusen nach Köln. Das wird durchaus künstlich geschaffen. Wir haben jetzt eine lustige Situation bei den Streiks mit der Rheinischen Post. Ja. Ist die Rhein-Wupper-Beilage und die Landfeld-Mulheim-Beilage in einer Zeitung. Und die Landfelder können jetzt endlich mal wieder über den Zaun Richtung Leverkusen gucken und umgekehrt. Und diese Andrei, die da praktisch zum eisernen Vorhang wird, ist eine künstliche Sache der Presse. Der Kölner Stadtanzeiger verkauft nicht nach Langenfeld-Monheim und die Rheinische Post ist getrennt in zwei Zeitungen, die regional nach Regierungsbezirken gegliedert sind. Und diese Teilung des unteren Rhein-Wupper-Kreises, die dadurch entsteht, informativ, das ist eigentlich eine Kunstteilung, die die Presse dummerweise fördert. Ich würde mir den Streik bei der Rheinischen Post noch eine Weile wünschen. Ja. Dann kriege ich den beide raus. Gut. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen von Ihnen? Ja. Zu dem, was der Kollege gerade sagte, man muss wissen, dass die Kölnische Rundschau und die Rheinische Post irgendwann in der Mitte der 50er Jahre die Grenze Leverkusen-Nord, Opladen-Süd als Grenzen ihres Verbreitungsgebietes in Vertragsverhandlungen definiert haben. Sie wollten sich nicht als christlich-katholische Zeitungen überlappen. Und von daher stammen viele Entwicklungen aus den letzten Jahrzehnten. Gut, das wusste ich noch nicht. Ja. Ja, sonst noch irgendjemand? Ja. Ich finde es sehr informativ, was Sie hier uns vorgetragen haben. Beabsichtigen Sie, das irgendwann mal schriftlich niederzulegen? Ich würde das gerne mal nachlesen. Ja, also es gibt ja, der Opladener Geschichtsverein macht ja eine Ausstellung zur preußischen Geschichte. Das ist 200 Jahre Preußen, hier die Rheinlande. Und da gibt es, wenn da fünf Seiten wird es geben, dann in dem Katalog, der da herauskommt, wo ich was sage zur Geschichte, aber dann praktisch nur bis 1900, ich glaube 19 etwas. Also praktisch, ja. Ein bisschen ist dann da. Ein bisschen ist auf jeden Fall da. Das andere müsste ich mal sehen. Also es ist einiges auf jeden Fall, was ich schon gesagt habe, ist natürlich neu. Also deshalb würde ich auch gerne mal. Aber ist manchmal, ich habe es ja gemerkt, ich habe 30, 40 Stunden jetzt da gesessen, um die Folien zusammenzustricken. Wenn man das noch schriftlich jetzt verschriftlichen will, ist das ein bisschen schwierig. Wie gesagt, über den Verkündiger, das können Sie schon lesen in der Niederung. Die haben Sie doch ja bekommen. Ja. Die haben Sie ja schon, also wer das kaufen will für 10 Euro, können Sie das Heft hier kaufen, Verlage und Autoren. Das heißt, also die Autoren der Ausstellung, alle sind da drin. Und Verlage auch, unter anderem auch der Wittelhaufe Verlag ist mit dabei. Auch sehr umfangreich dargestellt von Herrn Lüttgenbach. Also es ist und für 200 Seiten 10 Euro ist das weiß ich, sehr preisgünstig. Die Mitglieder des BGVs und der Stadtgeschichtsverein haben es aber schon bekommen.
kostenlos. In frühen Zeitungen sind die alle schon täglich erschienen? Nein. Nein, der Verkündiger zum Beispiel zweimal die Woche. Die Solinger Blatt ursprünglich einmal die Woche auch nur. Einmal, dann zweimal, dann gab es einen, die dreimal gemacht haben, so ungefähr ab 1900, dass sie dann sechs Tage gemacht haben. Teilweise am Sonntag erschienen, dafür am Montag, glaube ich, nicht. Bei einigen. Da muss ich da anhängen, es fiel auf, dass Sie einige Beispiele zeigen, wo es hieß Abendblatt. Das ist ja eine Geschichte, auch hier in Deutschland. Man kennt das Hamburger Abendblatt, ich glaube, in München hat auch sowas wie ein Abendblatt. Können Sie dazu mal kurz Stellung nehmen, was eigentlich der Hintergrund war von der uns heute bekannten Frühmorgenszeitung, dann zusätzlich noch eine Abendzeitung zu haben? Also ganz einfach, dass im Laufe des Tages schon was passiert. Und dass man abends dann, sage ich mal, den Abendausgaben verkaufen konnte, mit den Nachrichten von heute schon. Ja, weil wahrscheinlich der Rundfunk in der zu dieser Zeit nicht so tagesaktuell berichten konnte. Und auch internetlich, was ich vergessen habe zu sagen, das Problem der Zeitung heute ist ja auch mit, also ich merke das, ich schaue bei T-Online, schaue ich Nachrichten abends, das heißt, ich sehe schon genau die Sachen, die später in der Rheinischen Post oder im Stadtanzeiger drin sind. Und nicht die Lokalanstalt. Nicht die Lokal nicht, aber die anderen Sachen sind schon drin, aber dieselben Texte. Und das ist natürlich ein Problem heute. Und das hat man früher versucht zu lösen mit Abendausgaben. Aber in Leverkusen kenne ich keine Abendausgabe. Vielleicht mal irgendwie, wenn etwas ganz Sensationelles war. Ansonsten sind hier, weil das keine Großstadt ursprünglich war, gab es nur eine Zeitung pro Tag. Ja, man muss ja auch immer diese Parallelität heute sehen. Die haben zu viele Nachrichtenkanäle, sage ich einfach mal, um auch eine gewisse Übersicht zu haben. Und man erlebt es immer wieder, dass die Agenturmeldungen in irgendeiner Art und Weise, ich sage das jetzt mal despektierlich, verwurstet werden. Mhm. Und dann tauchen sie sozusagen satzweise wieder auf in den verschiedensten Wörtern. Ja, richtig. Das ist natürlich eigentlich für mich ein Unding. Das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun. Das ist für mich eine Art von Abschreiben. Richtig, aber die Journalisten sagen natürlich, wir sind heute weniger Redakteure als früher. Das heißt, den wirtschaftlichen Druck, genau. Und wollen sie auf diese Art und Weise kontern. Wir sind nicht mehr angestellt bei den Zeitungsverlagen, sind freie Mitarbeiter und wir müssen immer irgendwas suchen. Ja, das müssen sie ihr Betätigungsfeld suchen. Ne? Ja. Ja, vielen Dank. Wer freut euch, ein seltener Name, der liegt 4 Kilometer östlich von Schitt. Ah, so, gut. Peter Mitzberg, habe ich nicht nachgeschaut, habe ich nicht mehr geschafft. Ja. Freut mich, ja. Anzumerken sei noch zu dieser Abendausgabe, dass das Solinger Tageblatt bis vor einigen Jahren noch die Zeitung nachmittags ausgeliefert hat, mit dem Slogan nachmittags die aktuellste, die aber dann auch wieder seit ein paar Jahren auf die zur Morgenausgabe auch gekommen sind. Ne? Ah, ja. Warum, weshalb? Wenn man das nicht gemacht hat. Mhm. Ich glaube, dass die Konkurrenz der Zeitung ist in Solingen auch nicht so wie jetzt hier in Leverkusen. Vielleicht, da kann man dann eher so. Ja, das ist ja der Ableger der Rheinischen Post, die Solinger Morgenpost ist ja da aktiv und die ist ja immer schon eine Morgenzeitung gewesen, genau wie die Rheinische Post. Ja. Und das Tageblatt hat sich immer dagegen gestemmt, das genauso zu machen. Ja. Ich suche noch ein Ereignis so um zwischen 1820, 1830. Habe ich da eine Chance irgendwo bei Zeitungen? Kommt drauf an, was für ein Ereignis das ist. Ja, ein Verbrechen. Ein Verbrechen. Den Täter kenne ich. Also ich vermute, sie wird sich... Nein, ich kenne ihn nicht, ich weiß, wer er ist. Ich vermute, in Zeitung nichts finden. Also ich habe einige dieser alten Zeitungen, die vor 1848 erschienen sind, gesehen. Da sind an sich Verbrechen nicht drin. Ist sie in einer amtlichen Bekanntmachung oder sowas? Wenn in Akten. Also was man nachschauen müsste, ist, ob irgendwo Gerichtsakten noch sind. Nein, die sind verbrannt, das habe ich schon geklärt, die sind verbrannt. Ja, nee, dann ist wahrscheinlich keine Chance, da ranzukommen. Zum Beispiel, Fahrbücher. Gut, das kann natürlich sein, dass auch im Fahrarchiv vielleicht noch was dran ist. Könnte sein. Vielleicht in einer Geschichte. Verraten Sie mir mal den Namen von Ihrem Ganoven. Von dem Ganoven? Tillmanns. Oh. Nö, da gibt mir doch. Gibt für Tillmanns viele. Werbeschleunigungsplan gibt es auch viele. Das ist nicht nur. Na
weil der ist nur 1833 in Werden gestorben. Im Gefängnis. Und der wusste überhaupt nicht, was los war. Er hat festgestellt, das war das Gefängnis, ja. Zuchthaus. Gut, ist noch irgendwas? Wenn nicht, dann danke ich, wie gesagt, zum zweiten Mal dann für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Braun für diesen sehr informativen, sehr interessanten und spannenden Vortrag. Und die Diskussion, die eben begonnen hat über die Zukunft der Zeitung, was sich verändert, diese können wir fortführen im Forum am 7. Juni. 7. Juni. Ich hoffe, da kommen Sie wieder. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ja. Und wenn ihr so ein bisschen da bleiben wollt, mit der Runde reden wollt oder mit den beiden Frauen reden wollt, wir haben da noch ein paar Getränke auf dem Thema und dann können wir uns oder nach Hause.